Damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu Medieval Dynasty. So, ich muss mal ganz kurz speichern, bevor ich das nämlich vergesse. Ich habe hier einen Test-LP und hier haben wir das Aufnahmedingens. So, wir machen das auf Aufnahme und dann besorge ich uns noch ein bisschen Holz. Da sind noch zwei Stämme, da kriegen wir zwei raus. Okay, dann machen wir mal zwei davon. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz dann auf die Jagd. Wo liegt das jetzt auf der 8? Wir haben 5 Stück. Wir kommen sonst echt nicht hin. Essen sieht wirklich schlecht sonst aus. Wir müssen das dann auch freischalten, dass wir dann richtig gutes Essen machen können, wo wir dann hier zum Beispiel Fleisch mit keine Ahnung, mit Kohl oder so geht, glaube ich. Ist ja dann auch viel mehr Nahrungswerte raus. Als nur einfach gebratenes Fleisch. So, jetzt heißt es erstmal eben was finden. Ich glaube, das wird auch nicht so einfach werden. Und es wird, glaube ich, schon bald schon wieder dunkel. Kann das sein? Na, noch steht sie oben. Und das sieht immer so dunkel aus hier im Spiel. Oh. Droppen habe ich's. Oh, wo rollt denn der noch hin? Ja, kenne ich gar nichts mehr. Ich habe auch keine Jägersicht, ne, wo ich sagen kann, hier, ich sehe die Blutspur oder so. Mist. Ein Riesenschirmling. Weiß gar nicht, ob die giftig sind. Okay. Jetzt haben wir eben was anderes essen. Fliegenpilz? Nee, die ist, das weiß ich, dass das schlecht ist. Wird im Herbst im Wald gesammelt, kann verzehrt oder in Küche zubereitet werden. Nahrung. Vergiftung 50%. Schon mal schlecht. Edelkreuzkorn 0,5 Vergiftung. Ist auch schlecht. Alle giftig hier. 0,5. Steinpilz dürfte eigentlich nicht vergiften. Aber vergiftet auch. Aber hilft ein bisschen. Ja, doof. Wir sehen den ja natürlich jetzt gar nicht mehr. Oh, ein Ärger. Bin ich da hinterher gesprintet und was habe ich davon gehabt? Nix. Bleib stehen. Ich kann nicht knicken, ich habe auch gar keine Ausdauer dafür. Ah, geil, Alter. Wir sollen mal stehen bleiben. Nicht wieder in den Wald rein. Ich habe doch gesagt, nicht in den Wald rein. Wenn ich die nicht richtig treffe, dann hat sich das auch erledigt. Der ist weg. Der ist wieder so schnell. Also wieder nicht richtig erwischt, ne? Ich habe gleich keinen Speer mehr.
Oh Gott, ist es anstrengend. Ich glaube ja auch, die verlieren ja auch Lebensenergie tatsächlich nach und nach. Jetzt warte doch. Keine Sonne, ne? Oh Gott, hab ich verzogen. Wo ist denn jetzt der blöde Speer da? Ich bin kein guter Jäger. Wahrlich nicht. Und ich sehe ja leider auch nicht mehr sonderlich viel. Fuck, dunkel hier in diesem Waldstück. Und den nehme ich dann auch mal mit jetzt. Wow. Oh Gott, ich habe auch keine Dings mehr. Ey, hör mal auf. Der bringt mich um. Der bringt mich um. Lau. Der ist echt schnell. Ich hab gerade keine Ausdauer mehr. Hilfe! Ich glaube, ich hab's noch überlebt, ey. Gerade so. Also, jagen war nicht so eine gute Idee. Ach, das ist ein Steinpilz hier. Ich muss gleich wieder pennen, ey. Oh, wow, ey. Und ich bin weit weg. Und das weit weg ist ja egal, aber ich regt halt voll auf, dass ich jetzt natürlich nichts mehr habe. Dass er genau dann auch kaputt gehen musste, wo ich mit dem kämpfen wollte. Toll. Einfach toll. Die halten nichts aus. Ich könnte ja aus Stein so ein Teil machen, ne? Das geht ja auch. Habe ich den nicht geholt? Lass mal gucken. Oh je, ihr seht jetzt gerade nicht viel. Ich auch nicht. Deswegen mache ich mal kurz eine Fackel. So, kann ich nicht so einen Stein, die kann man wahrscheinlich nicht hier machen, sondern nur ihr wisst schon, in der Werkstatt oder so. Wir gehen mal zurück eben. Voll die misslungene Jagd hier. Das ist gar nicht so einfach. Jo, du bist schmutzig. Jo, jo. Ist ja wieder klar. Durst und hungrig. Bin jetzt noch hungriger als vorher. Aber zumindest bin ich sauber und habe keinen Durst mehr. Oh Mann. Guck mal gerade, müssen wir das hier herstellen? Ich glaube, hier war das, ne? Das, da gibt es eine Werkbank. Holzspeer. Ich kann gar kein Steinspeer. Habe ich nicht Steinspeer gelernt oder sowas? Müssen wir den wirklich woanders herstellen? Steinspitzhacke, das bringt mir alles nichts.
Kopfsteinpfeile. Wurfsteine. Nee. Kann ich jetzt auch gerade echt nicht sagen, genau. Wo wir das machen müssen. Ich gehe erstmal schlafen. Sonst sehen wir ja gar nichts mehr gleich. So, wir sehen zumindest wieder was. Das ist schön. Ah, ganz toll. Ganz toll. Holzschuppen. Wir brauchen unbedingt jemanden, der für uns Baumstämme sammelt. Ich gehe mal jetzt ins Dorf. Das bringt ja sonst nichts. Aber ich bin auch ziemlich voll. Und Hunger habe ich auch noch. Ach, Mann, ey. Ich will aber dafür auch kein Geld ausgeben. Auf gar keinen Fall. So, wie sieht's denn aus hier? Wer ist denn jetzt gut für Holz gedacht? Weiß gar nicht, woran sieht man das denn? Zwei, ne? Zwei. Wartet. Drei. Du hier. Ei. Ist in letzter Zeit irgendwas Interessantes vorangekommen? Nein, okay. Ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung aufzubauen und ich suche gute Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Irgendwie das, was ich gesucht habe. Mit Vergnügen. Oh, geil. Lass uns eine Lanze brechen. Oh, super. Wo macht man das dann? Ich glaube irgendwo hier, ne? Verwaltung. Status. Ein Haus. Okay, wir müssen den erstmal ein Haus zuweisen. Einfaches kleines Haus. Kein Essen, kein Wasser, kein Holz. Ja, Brennholz brauchen wir. Das müssen wir so machen. Zuweisen. Das ist das Haus, genau. Okay. Der soll mal... Gewinnung, Brunnen, Holz, Schuppen. Dann soll er mal arbeiten. Lehrling zuweisen kann man ja auch. Oh Mann. Und dann kannst du hier noch sortieren oder was? Produktion, Schmiede, Lager. Holzschuppen. Okay, da braucht Wasser. Aber Wasser haben die doch. Da ist doch ein Brunnen, oder nicht? Wie soll das laufen mit dem Wasser? Erkenntnis in der Gewinnung nehme ich mal mit, ja. Tonvorkommen. Chance, unerwartete Gegenstände beim Graben in Tonvorkommen zu finden. Meister der Zerstörung. Du erhältst beim Zerstören von Gebäuden 50%. Das bringt mir nichts. Eins mit der Erde. Langsamer Haltbarkeitsverlust von Spitzhacken und Schaufeln. Ja, dann nehme ich lieber nochmal die. Handwerklich. Erfahrungsgewinn nutzen von Arbeitsplätzen in der Werkstatt und in der Schmiede. Handwerker, verputzte Wände. Ja, was nehmen wir denn dort? Mache ich das Kochen auf jeden Fall nochmal nach oben. So, der hat jetzt aber nichts zu essen. Das ist ziemlich schlecht. Ich habe nämlich auch nichts. Ich habe auch nichts. Die nehmen sich ja, glaube ich, aus der... Dings raus. Aber kaufen, wie gesagt, will ich jetzt gar nichts, weil das ist echt doof. Ich muss fischen oder sowas gehen vielleicht. Also, was wollt ihr jetzt? Ich wollte ja Bauarbeiter. Das habe ich jetzt gemacht. Brunnen ist doch da. Also muss er doch Wasser kriegen oder was?
checke ich sonst ja nicht. Der geht jetzt rüber. Ich werde ja nicht anfangen, Essen zu kaufen, auf keinen Fall. Ich guck mal, ob ich irgendwas Fischmäßiges gefangen bekomme oder sowas. Ich habe doch Holzspeer gemacht. Ist natürlich wieder nicht zugeordnet. Auf die 7 packe ich es mal. Bloß, das ist ja auch ein Traum, ne? Du siehst ja auch gar keine Fische gerade hier. Selbst wenn du jetzt mal fischen gehen willst. Oh je. Bären habe ich schon abgepflückt. Weiß gar nicht, kann man die noch pflücken eigentlich im Herbst? Normalerweise schon, ne, oder? Okay, wir brauchen eine Jagdhütte, habe ich gerade festgestellt. Definitiv, damit ihr Fleisch reinkommt. Das können wir sonst echt vergessen. Boah, was für ein Kack. Wie soll ich das jetzt machen auf die Schnelle, ey? Soll ich jetzt zu essen kommen? Oh. Den kann man essen. Er gibt ein bisschen Vergiftung. Naja, dann ist es halt so. 100% Vergiftung will ich auf keinen Fall. 50% Vergiftung will ich auch nicht. Riesenschirm, den gibt 0,5 Vergiftung. Ich muss hier irgendwie was gejagt bekommen jetzt noch. Nicht mal das klappt, seht ihr? Nicht mal das klappt. Ja, zumindest auf den Hasen ist Verlass. Wenn auch geringfügig. Okay. Warte mal, ich pack mal Zeug jetzt mal weg hier. Bin nämlich schon wieder viel zu schwer. Brennholz. Ich muss unbedingt Brennholz fertig machen. Das ist sonst viel zu kalt. So, du mal rein. Steine. Naja, die Steine lasse ich jetzt mal noch. Stroh baue jetzt gerade mal nicht. Stecker 100 noch. Kein Wunder, warum ich so schwer bin. Ah, ist kein Wunder, yo. Dann nehmen wir mal rein den. Weiß ich nicht, ob man die aufbekommen irgendwann. Bin ich sicher. Ah. Die Prozent. 7 mal Fleisch. Habe ich hier noch, warte mal, habe ich jetzt hier noch was drin an Fleisch oder so? Nee. Doch Trockenfleisch, guck mal. Dann hat er doch Fleisch. Es ist Trockenfleisch da. Er hat doch. Es ist Fleisch drin. Und Wasser gibt es ja auch. Also. Mache ich da extra nochmal einen Brunnen? Nimmt er den Brunnen hier nicht? Das reicht doch aber im Brunnen, oder was? Werde ich hier auch nochmal einen Brunnen bauen, hier irgendwo in die Mitte. Ich weiß halt nicht, ob das... Er sagt kein Wasser, kein Fleisch. Aber ich habe doch... Die nutzen das doch eigentlich aus dem...
aus dem Großlager raus, glaube ich. Aber es ist zu weit vielleicht weg. Vielleicht zählt das zwei Dörfer oder was? Ich weiß. Durch die Straße, weil das durch die Straße getrennt ist, vermute ich ganz stark, ja. Oh Mann. Also, Brunnen bauen. Und wir brauchen ein neues Lager. Kacke. Das ist ja geil, das ist ja geil. Oh, shit, ey. Einfaches Haus. Ja, will ich jetzt nicht. Materiallager. Das braucht man natürlich jetzt verdammt viel Ressourcen. Und das kriegt man ja auch gar nicht hingebaut nirgendwo. Läuft. Hier geht's hin. Brauche ich es dahin? Aber ich krieg das gar nicht gebacken, weil ich echt so hungrig bin. Ey, guck dir das an, das ist doch ein Witz, ey. Achso, warte mal, ich wollte das Fleisch noch gerade mal braten. Ich brauche doch wieder die Stöcke hier, aber nur 57. Stroh nehme ich auf jeden Fall alles mit. Ist ja nicht so schwer. Breitwegerich ist für Heilung verwendbar. Genau, den brauche ich auch. Kann man 7 Mal Fleisch machen, allerdings zählt das für ihn nicht. Ich werde das dann bei ihm jetzt erstmal schnell reinpacken. In seine Truhe, wo der arbeitet. Vielleicht nimmt er das da auch. Wenn es ja anders nicht geht. Und jetzt wird Winter, da brauchen wir auch noch. Oh Gott, da brauchen wir noch natürlich Brennholz. Kann er das nicht auch selber herstellen? Warte mal. Ich glaube nämlich, das ging. Der kann das auch. Minus 5, ja, da wird immer ärgerlicher. Holzfäller. Holzschuppen. Leerer Slot. Okay, ich bringe ihm erstmal schnell Essen. Ich hoffe, der nimmt das. Ich glaube nämlich, sonst macht er hier nichts mehr. Und den Brunnen. Dann hat er zumindest schon mal Wasser. Okay, warte mal. Brunnen. Das kriege ich so gar nicht mehr geschisselt auf die Schnelle, ganz ehrlich. Gar kein Fall. Das zeigt auch oben links an. Und ich muss ja auch noch essen. Ich versuche erstmal das schnell, das Wasser fertig zu kriegen. Nützt ja nichts. Ja, da wird halt auch nicht arbeiten, ne? Würde ich auch nicht machen. Noch mal 2.
Wasser muss er doch jetzt nehmen, oder was? Da muss er das blöde Wasser jetzt nehmen können. Muss ich Wasser dem Brunnen auch noch zuweisen oder so? Ich check das sonst nicht hier. Oh Mann, Durstlöscher. Eimer mit Wasser. Braucht er das ex? Braucht er da extra noch mal einen Arbeiter hier? Nee. Damit das Wasser überall hingebracht wird, kann das sein? Ja, ich check's nicht, ey. Ey, ich check es nicht. Diesmal nicht, Kumpel. Ey. Mal, ich habe doch irgendwo den Pelz, packe ich mal wieder rein hier. Trockenfleisch ist doch aber drin. Also der müsste eigentlich Essen kriegen. Aber er zeigt mir halt an, nö, will er nicht, ist nicht. Oder essen, trinken kann ich das gleich vergessen. Dann klappt das hier nie mit denen. Wo soll hin? Da. Nein, was macht das Spiel denn? Achso, mein Speer ist jetzt auch kaputt. Jo. Ah. Ich check das nicht mit dem Wasser. Stein brauchen wir erstmal noch. Ja, das wird ja dauern.
Das wird ja dauern. Gut, ich muss mal gucken, wie ich das gebacken kriege, dass sie dann das ja auch nutzen. Muss der Brunnen auch mit dem Weg verbunden sein vielleicht? Vielleicht ist das Pflicht oder was? Ich weiß es halt nicht. Ich dachte, das ist eigentlich nur für Schönarbeit. Aber keine Ahnung. Vielleicht muss er doch verbunden werden. Aber ich kann mir das halt nur null vorstellen, ganz ehrlich. Was sind Hindernisse? Hier ist kein Hindernis. So, dann ist das zumindest schon mal mit dem Weg. Bringt nur nichts, weil... Nein, geht doch mal weg. Weil... ist oben immer noch nicht weg ist. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich muss die Folge leider auch jetzt erstmal beenden. Denn wir sind schon weit fortgeschritten bei einer halben Stunde. Ja, dann gucke ich mal, dass wir dann in der nächsten Folge gucken, wie wir das gelöst bekommen mit dem Wasser. Und mit dem Essen. Also wir bauen dann auf jeden Fall das Materiallager weiter. Es müsste ja eigentlich so sein, dass sie das dann da, sie sich daraus bedienen. Sollten sich wirklich daraus eigentlich bedienen. Achso, ein Brennholz braucht er natürlich auch noch, ne? Das kann ich ja hier machen. Brennholz. Ja, bisschen wenig, ja. Und das muss doch alles ins Materiallager. Dachte ich. Ja, ich muss das Materiallager erstmal fertig bauen. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen hier. Ansonsten kacke. Ja, ziemlich kacke. Essen sieht kacke aus. Obwohl, Essen ist noch ein bisschen was da. Und Ding sieht auch kacke aus. Naja. Kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Irgendwie. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Holzstämme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.